Popo provoziert Zwischenfälle, Zuchthaus, Zuchthaus, Zuchthaus. Eine Problematik in der DDR-Zeit, wenn man, naja, nun, wenn man den Westen gehört hat. Ja, ist richtig, nicht? Das war ja damals auch sehr kritisch an der Mauer. Ich bin also 61 schon rumgefahren jeden Sonntag, habe noch auf Normal 8 gefilmt, wo man die Spule ja umdrehen musste. Und das war sehr kritisch, da über die Mauer zu gucken, ja, auf diesen Podesten. Die waren furchterregend, ja, so wie die rüber geguckt haben, nicht? Und am 13. wurde ja die Mauer gebaut. Hier ist die BZ von 61, die ist vom 29. Da haben wir zum Beispiel Zuchthaus, nur weil sie westliche Sender hörten. Das hatten wir alles schon mal 43 bei unseren, naja, wie man nennen wollen, ist egal. Sag mal, die lieben Volksempfänger sprechen ja heute noch davon, ne? Und es war eigentlich auch ganz schlimm, nicht? Die Pressefreiheit wurde mit Füßen getreten und Rundfunk hören war eben sehr kritisch. Also eine der sozialistischen Errungenschaften. Ja, würde ich so sehen, denn wenn wir früher Londoner Rundfunk, ich ja nicht, BBC gehört haben, dieses Bum, 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 ja, dann gab es auch Zuchthaus, ja, für die Eltern, für mich ja nicht. Ich bin 40 geboren, war 3 Jahre alt, wie mein Vater bei den Russen umgekommen ist. Deswegen kann ich das auch nicht verherrlichen, aber ich halte eben die Geschichte wach. Sie zeigen in Ihrer Ausstellung ausschließlich Erzeugnisse der Ex-DDR? Wir wollten also diesmal uns ein neues Thema setzen. Das ist die DDR und die UdSSR. Die Russen haben also auch sehr schöne Radios hier gebaut. Die kann man da drüben nachher bewundern. Alles, was hier steht, ist DDR, bis auf den einen Volksempfänger. Der war schon vor der DDR da, 1938. Aber das Werk wurde ja, Sachsenwerk wurde ja dann auch eingemeindet in die DDR, verstaatlicht und baut trotzdem sehr schöne Radios. Ja, und da wollte ich Sie nach fragen, die Qualität der Radios, wie würden Sie die heute beurteilen? Also die Qualität der Radios war genauso gut, wie Siemens sie gebaut hat. Siemens hat ja Nora aufgekauft damals. Und zwar 1958, 61, 62 hat Siemens die Produktion eingestellt. Und Nora war ja eine jüdische Familie, die emigrieren mussten. Wegen der Nazis, sage ich einfach frech. Und man hat dann, wie gesagt, den Namen Nora benutzt. Und wenn man den umdreht, dann wird die Firma Aaron da draus. Und Aaron ist jüdisch und sowas durfte nicht jedem. Aber sie haben wunderschöne Radios hier gebaut und hatten technisch also ein dolles Wissen. Alles mit in DDR. Die DDR-Fahne liegt auch auf dem Tisch. Ich habe hier noch Unterlagen. Wir haben ja immer brav unsere Transitgebühren bezahlt, nicht? Dass man unsere CB-Funkgeräte mit durchnehmen durfte. Ich habe da mal ein nettes Erlebnis gehabt mit einem Freund hier am Kontrollpunkt Drewitz, da kam ja immer der Zoll dann wegen der Funkanlagen und dann sagte mein, wie der fragte, haben Sie Funkgeräte und Waffen? Und da sagte mein Freund hinten auf dem Rücksitz, braucht man das hier? Und dann durften wir dafür 2 Stunden in der Sonne stehen. So war es in der DDR. So, das sind zum Beispiel russische Taschenempfänger. Der Witz daran ist, die haben eine Schaltuhr, die man dann hier aufziehen muss, ja? Und die laufen heute noch ganz einwandfrei. Heißt Signal, das Gerät ist aber ein Original UdSSR-Radio. Die gab es dann auch in mehreren Ausführungen. Muss ich sagen, hatte irgendwas, ja. Sammle ich sehr gerne. Und kosten die alle Welt, wenn man sie kriegt. Das da hinten ist ein Baukasten, der speziell für die Jugend der DDR gedacht war, hat irgendein Kaufhaus rausgebracht, was man heute nicht mehr findet oder nachvollziehen kann, war preiswert und jeder Junge konnte seine Vorstellung verwirklichen von 3 verschiedenen Varianten. Also entweder Detektor, Audion mit Enne-Verstärker oder ohne, mit Kopfhörer. Da ist nicht viel drin in den Gehäuse, überwiegend Luft. Die Firma Rema hier, die finde ich sehr interessant, weil das ist ein Kofferradio mit Röhren bestückt und sieht von jeder Seite gleich aus. Ja, das Schöne ist, es ist von jeder Seite Radio und spielt von jeder Seite. Also die haben durchaus schöne Sachen gebaut.